Hallo zusammen, ich bin Volker. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Light Compact. Wir zeigen euch in unseren Videos ja immer Interessantes, Außergewöhnliches und Herausragendes. Und diesmal kommt wirklich alles zusammen. Ich stehe hier neben der Adeus Elysium SL. Sie ist, wie ihr seht, ein Hornlautsprecher. Dieser Schallwandlertyp ist etwas ganz Besonderes. Hörner schaffen es, mit ihrer immensen Abbildungskraft und mit ihrer ungemein direkten Ansprache für ein faszinierendes Hörerlebnis zu sorgen. Die Elysium SL hat aber noch mehr Features und Finessen im Petto. Und diese Highlights zeige ich euch nun in unserem Video. Bei der Elysium SL fällt natürlich als erstes das weiß glänzende, 94 cm durchmessende Horn ins Auge. Dieses Horn, das auch in jeder anderen gewünschten Farbe lackiert werden kann, verleiht der Elysium SL optisch den Charakter einer Skulptur. Akustisch sorgt der Trichter für einen hohen Wirkungsgrad. Das Horn ist eine Art natürlicher Verstärker für den Schall, der durch diesen Trichter geführt wird. Damit das ohne klangliche Verfärbungen geschieht, besitzt das Horn eine besondere Form. Der Kanal öffnet sich immer stärker, bis er nach außen hin sogar gewölbt ist. Diese sphärische Hornform sorgt dafür, dass der Schall als Kugelwelle abgestrahlt wird. So geschieht auch die Schallausbreitung in der Natur. Das Horn verstärkt also gut. Deshalb darf der dahinter sitzende eigentliche Schallwandler klein und leicht sein. Dann kann seine Membran schnell, exakt und impulstreu schwingen. In der sogenannten Druckkammer der Elysium SL arbeitet nun aber nicht nur eine Membran hinter dem Horn, sondern gleich ein Duo. Für die Höhen und Mitten kommt ein Koaxialsystem zum Zuge. Hier sitzt der Hochtöner im Zentrum des Mitteltöners. Der Sinn dieser Anordnung? Der Koaxialtreiber agiert als Punktschallquelle. So funktioniert die Schallabstrahlung auch in der Natur. Das große Horn der Elysium SL sitzt in einer massiven Halterung aus Multiplexholz und Granit. Aus dem gleichen Materialmix besteht das Gehäuse des großen Bassmoduls. Durch diese Werkstoffkombination ist der Korpus immun gegen Vibrationen. Die Granitbekleidung ist 3 cm stark. Dieser Steinmantel ist mitverantwortlich für das immense Gewicht. Die Elysium SL wiegt satte 312 kg. Hier sind die sauber gefassten Platten in Nero Assoluto ausgeführt. Alternativ gibt es auf Wunsch aber auch andere Granitsorten. Bei aller Masse an Granit, das Bassmodul ist im Prinzip ein offenes Gehäuse. Den Blick ins Innere kaschieren eine große Stoffblende auf der Front und 3 kleinere Verkleidungen auf der Rückseite. Wenn wir sie abnehmen, entdecken wir 4 mächtige 18 Zoll Chassis. Zusammen erreichen sie eine Membranfläche von 1 m². Die Lautsprecher strahlen alle nach oben. Jedes Chassis arbeitet dabei auf ein eigenes Gehäusevolumen. Diese Korpuskammern sind abwechselnd nach vorne und nach hinten geöffnet. So kann der Schall ungehindert austreten. Dadurch gibt es bei der Schallwandlung keine klangverschlechternden Kompressionseffekte. Auf der Rückseite finden wir nur noch 6 Anschlüsse für die 3 Wege dieses Lautsprechers. Höhen, Mitten und Bässe werden also getrennt angesteuert und angetrieben. Das wiederum ist der Job von The Force. Dies ist eine ausgelagerte Elektronik. Durch sie wird die Elysium SL zum Aktivlautsprecher. The Force übernimmt 3 Aufgaben. Die Elektronik arbeitet als aktive Frequenzweiche und sorgt für das perfekte Zusammenspiel von Hornsektion und Bassfraktion. The Force ist zudem ein Kraftwerk. 6 Verstärker liefern für die Höhen, Mitten und Bässe jeder Seite die satte Leistung von 2360 Watt. Die Eingangssektion dieses Verstärkers bietet auf der analogen Seite einen symmetrischen und 4 unsymmetrische Line-Inputs. Die Digitalsektion umfasst insgesamt 6 SPDIF-Schnittstellen. Die 3 optischen Eingänge akzeptieren Hi-Res-Files bis 96 kHz 24-Bit. Die 3 elektrischen Inputs beherrschen 192 kHz 24-Bit. The Force ist aber nicht zuletzt ein Soundprozessor. Er ermöglicht eine umfangreiche Klanganpassung über mehrere Equalizer, eine Lautstärkeregelung und ein Delay für jeden Kanal. Mehr dazu erfahrt ihr in meinem ausführlichen Test. Den Link dazu findet ihr in der unten stehenden Beschreibung.
Das wohl größte Plus des Soundprozessors ist aber die Raumkorrektur. Durch einen Einmessvorgang lässt sich die Elysium SL auf den Raum hin optimieren. Und das gehört auch zum Servicepaket von Adeus. Die Manufaktur liefert die Lautsprecher, baut sie auf, richtet sie aus und sorgt dafür, dass sie im Raum des Kunden optimal klingen. Dafür greift der Adeus-Gründer und Entwickler Dirk Uffelmann zum Laptop. Er startet mit Hilfe der Einmesssoftware ein Referenzsignal, das über die Elysium abgestrahlt wird. Ein Messmikrofon nimmt diese Wiedergabe auf und sendet sie über ein Audio-Interface an das Laptop. Hier vergleicht die Software das aufgenommene Signal mit dem Referenzsignal. So zeigt sich, in welchen Frequenzbereichen der Raum den Klang deformiert. Hier sorgt Dirk Uffelmann über die Software nun für eine Korrektur, bis der Klang ausgewogen ist. Nach dieser Einmessung kann die Adeus Elysium SL ihr volles Klangvermögen zeigen. Und das ist schlicht grandios. Das hat dieser High-End-Schallwandler bereits eindrucksvoll in unserem Praxistest bewiesen. Den Link zu diesem ausführlichen Test, den findet ihr in der unten stehenden Beschreibung. Das war's mal wieder von mir und von Leitkompakt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal.